Basis hier. Das Fenster muss sein, damit wir da halt starten können. Hier hinten haben wir weitergemacht. So ein paar Gimmicks, wie gesagt, wie gewünscht wurde, so eine Feuerwehr mal hingebaut. Ne, einfach so provisorisch. Oh, mit Feuerwehrautos drinne. Krankenwagen und so weiter und so weiter. Hier habe ich so eine Art kleine Arztpraxis hingebaut. Und ja, dann wurde sich irgendwann gewünscht, bau doch mal den Eiffelturm. Ja, natürlich habe ich ihn jetzt nicht in Originalgröße gebaut, aber so ein kleines Provisorium, wo man erkennen kann, es soll ein Eiffelturm sein, habe ich ihn gebaut. Und siehst, hier geht es in eine Hochhausgegend, wurde sich auch gewünscht, Hochhäuser zu bauen, was ich dann auch gemacht habe. Und falls die Frage aufkommt, hast du jeden Raum ausgestattet? Nein, zum Schluss nicht mehr. Am Anfang haben wir das gemacht, die ersten drei, vier Etagen. Da wurde es aber einfach zu viel. Hier ist, wie gesagt, der provisorische Eiffelturm. Und unsere kleine Hochhausgegend hier mit fettem, fettem Schwimmbad. Ja, mit Sprungturm sogar, Umkleiden, Fassadenbude und kleinen Duschen und so weiter und so weiter. Hier haben wir eine Polizeistation, das ist so ein bisschen Lego-mäßig nachgehalten. Weil ich halt nicht wusste, wie ich so eine Polizeistation bauen sollte. Und da habe ich gedacht, komm, orientiere dich da so ein bisschen an Lego. Da passt das Ganze schon. Ja, hier hatte ich ein zweites Hochhaus hingebaut. So ein bisschen schmaler. Ja, und das hier ist praktisch, wenn man hier hinguckt. Hier siehst du das Schild, Erdgeschoss. Brauchst du zweimal nach oben drücken. Ach nee, muss ich springen drücken. Und zack, Etage 1. Etage 2, Etage 3, Etage 4, 5, 6 und so weiter und so weiter. Geht wirklich bis ganz nach oben zum Dachgeschoss. So, jetzt sind wir ganz oben hier. Also praktisch so ein Aufzug, provisorisch gemacht, das ist auch so ein Vorteil von Attack of the B-Team. Ne? Bis zur Spitze hoch. Sehe ich schon, haben wir versucht, so ein bisschen Gimmicks auch mit einzubauen, wie man es halt gewohnt ist aus den Spider-Man-Filmen. Oder. Ja, das ist unsere kleine, aber feine Gegend. Oh, hier geht's denn noch lang. Vorne, wie gesagt, habe ich noch so eine Baustelle gelassen, da wollte ich noch so einen Kran hinbauen. Weil da auch mal nachgefragt wurde, irgendwie so baustellenmäßig was hinzusetzen. Flughafen werde ich noch ein bisschen verbessern. Und jetzt sind wir halt momentan an diesem Militärlager dran. Was sich auch mal jemand gewünscht hat. Und ja, versuchen das so gut es geht aus irgendwelchen Filmen, Spielen, wie auch immer umzusetzen. Hast du jetzt eigentlich das Glas mit in die neue Villa genommen? Teilweise, ich habe die Hälfte damit mitgenommen. Die andere Hälfte ist in einem alten Haus. Okay, dann gehe ich mir ein bisschen Glas klauen. So, noch Diamanten. Feuerstein, Tropika, Mars, bla bla bla. Kohle, Dust, Blumen, Plastikpflanzen, Waffenkiste, Werkzeug, hast du nicht gesehen. Weißt du so ungefähr, wo du es reingetan hast? Bei Sand. Um Steine, dann Sand kommt da, okay. Holz und dann muss irgendwo Sand auf seiner Seite. Da ist Sand, darunter ist das Glas. Okay, dann klaue ich mir mal ein bisschen, mache ein paar Glasscheiben. Für da drüben. Oh, ist ein bisschen viel geworden. Ich kann das immer nicht so einschätzen. Weil du ja praktisch aus Glasblöcken mehr Glasscheiben rausbekommst, als du Glasblöcke hast, so ungefähr, weißt du? Ja, und so bauen und passen wir hier so nach und nach die Landschaft halt an. Und so wächst und gedeiht halt alles, ne?
Wie gesagt, wir orientieren uns da ein bisschen an Vorgaben aus Spielen und Filmen. Wenn einer irgendwie einen Wunsch hat an Baute, wenn man es umsetzen kann, versuchen wir den natürlich so originalgemäß entgegenzukommen, wie es überhaupt denn möglich ist. So. Da muss ich hier hinten noch gucken, da brauche ich noch ein paar PCs, ein paar Tische, Öfen und so weiter. Aber ich denke mal, die Feinheiten, die werde ich später alle machen. Oh, ich habe gleich 2 Stacks Diamanten nur aus dieser Mine rausgeholt. Raffles, das kenne ich. Die Twitch-App, die will öfters mal nicht. Das Problem haben wir auch im Urlaub gehabt. Wie gesagt, am Ja, Laptop leider. Da konnte konnten wir ich. nur immer Audio machen. Richtig. Im Laptop ging es denn teilweise, wenn die Internetleitung da mal mitgemacht hat. Aber ansonsten. Ja, hat die Twitch-App da auch ein bisschen rumgesponnen. Wie gesagt, wir versuchen den so ein bisschen auch mit der Community zu spielen, ne? Wenn ich da mal die Frage stelle, was habt ihr denn noch so Vorschläge oder sowas an Bauten? Haut es mir einfach raus. Meistens haue ich das auf meinen YouTube-Kanal denn in Video raus, sag, haut es mir in die Videobeschreibung oder wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir auch gerne auf meiner Facebook-Seite irgendwie eine Nachricht hinterlassen. Und Raffles, übrigens, ich habe geguckt mit der Facebook-Seite. Also am Handy ist es wirklich so, dass du Nachrichten da nicht versenden kannst. Wenn ich aber mit dem PC ganz normal auf die Seite gehe, ist da der Unterreiter Nachrichten vorhanden. Total komisch. Aber nun gut. Ja, und bei der Alternative fehlt der Chat, aber da ging. What's before Update gekommen ist, okay? So. Haben wir auch den provisorischen Möchtegern-Hangar. Ich dann noch gucken werde, was ich hier reinstelle. Vielleicht so ein paar Jibo oder sowas. Ich muss noch gucken, wie ich die Beleuchtung hier reinkriege. Brauche ich wahrscheinlich noch ein paar viele weiße Lampen. Die Fackeln kommen dann alle weg. Ist nur erst provisorisch, so eine kleine Beleuchtung. Gut, da oben ist die Radarschüssel. Jetzt wollte ich hier hinten so ein paar grüne Zelte hinsetzen. Komm, die Steine klatsche ich einfach mal mit hier rein. Scheiben brauche ich auch erstmal nicht mehr. Den Marble auch erstmal nicht mehr. Wir brauchen jetzt die Wolle, die Nadia uns hingebracht hat. Jetzt wird es nämlich lustig. Ich muss nämlich gucken, dass ich irgendwie so ein kleines Tarnmuster da reinkriege. Wie ich das am blödsten mache, habe ich noch gar keine Ahnung. Fangen wir einfach hier an. Das wird lustig. Ich muss mich auch irgendwann anfangen. Wie breit machen wir die Zelte? 2, 3, 4. 4 breit.
noch was aussieht, ich weiß es nicht. Aber das sehen wir ja dann. Ich hätte hier schon das Dach reinmachen müssen. Das heißt, das hier kann weg. Die Türme muss ich auch noch reinbauen, die darf ich nicht vergessen. Muss ich hier unten wieder ein paar Fackeln reintun. So. Dass es wieder ein bisschen nach was aussieht. So. Dass sie noch alles wegkloppen. Ist ja so Fleckenmuster, total komisch. Dann machen wir einmal eins komplett dunkel. Lassen wir 3er Abstand. So, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, dann kommen wir wieder hier rum. Solche Fackeln hier rein. Oh, ich habe Lapis gefunden. Soll ich mitbringen? Lapis auf jeden Fall. Das haben wir ja alles verballert, wie ich da die Hochhäuser gebaut habe. So. Dunkles Zelt. Machen wir jetzt mal ein helles Zelt hier hin. Marble baue ich auch ab. Da haben wir auch nicht mehr so viel. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Eine ganze Geschichte ist immer so einen Platz zu finden, um auch den verschiedenen Baustilen irgendwie Herr zu werden. Also die Altstadt. Boah, du scheiß Enderman. Oh, du Drecksi. Boah. Genau vor meiner Linse gespawnt. Ja, was wir hier natürlich auch gerne machen, ist einfach mal den Regen wieder ausschalten. Am Samstag bei Schlag den Star war eine Quizfrage. Welche Farbe hat Lapis Lazuli? Blau.
Haben sie es richtig beantwortet oder waren sie am Überlegen? Müsst ihr wieder die Pistole auch ausschießen? Ja, es sind vielleicht Leute, die gar keinen Minecraft spielen. Oder? Wir wissen, dass wir halt mit Minecraft zu tun haben, aber es gibt auch Leute, die sagen, okay. Auch ein Ende bei mir, ich höre. Raffles.